Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video. Heute gucken wir uns mal die Magitex 1920 normale Serie und Action Serie an. Ein sozusagen Double Mappen Update. Und ich kann gleich dazu sagen, beide Serien sind bis auf die Limis. Dort fehlen mir insgesamt noch 10 Stück bei beiden Serien. Komplett vollständig. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der normalen Serie und gehen dann später zur Action-Serie, wo dann später auch noch im Jahr die Extra-Serie reinkommt. Hier vorne auf dem Album sind Benito Raman, Anthony Modest, Vedat Ibisevic, Serge Gnabry, Wout Weghorst, Marc Schnatterer und Kai Havertz. Und sorry, dass die Kamera jetzt ein bisschen komisch ist, aber geht irgendwie heute nicht anders als heute. Läuft sowieso gefühlt alles falsch. Ich habe das Video schon gefühlt dreimal versucht jetzt aufzunehmen. Zweimal hat es keinen Ton gehabt. Dann habe ich meine Kamera neu gestartet und auch meine Akku wieder aufgeladen. Jetzt geht es anscheinend. Beim anderen Mal, da habe ich irgendwie die Datei wieder gelöscht jetzt. Deswegen mache ich das Video auch ein bisschen kurz, aber ich habe so viel schon geredet. Ich habe bestimmt jetzt hier schon 2 Stunden versucht, das Video aufzunehmen. So ein Krampf, egal. Ja, auf jeden Fall, hier sind Taktik und Bundesliga-Karten. Halt Bundesliga-Logos, Zweitliga-Logos. Bundesliga- und Zweitligaschale und Matchtext-Logo und die 4 Taktikkarten. Dann jeder Club hatte insgesamt 14 Base, 1 Star, eine Starspielerkarte, eine Clubkarte und 2 Matchwinner oder Club 100 Karten. Die sind hier unten abgebildet. So, Augsburg ist voll, also sind alle Clubs voll. Dann haben wir die Herthaner. Mit der Cleans waren jetzt wieder besser. Union Berlin. Werder Bremen und ja, Rashica ist jetzt mittlerweile auch da, die letzte fehlende Karte. Dann Borussia Dortmund mit Sancho, Fortuna Düsseldorf, die Eintracht aus Frankfurt, enttäuscht für mich dieses Jahr komplett. Sportclub Freiburg, richtig überraschend. Dann die TSG 1899 Hoffenheim. Auch ein bisschen so Mittelfeldmannschaft. Der erste FC Köln. Der zweite Club 100 von den 4 hat RB Leipzig mit Yusuf Paulsen. Dann Bayer 04 Leverkusen. Die Mainzer. Gladbach hat die dritte Club 100 mit Jan Sommer. Und die vierte Club 100 hat der FC Bayern München mit Joshua Kimmich. Dann haben wir noch den SC Paderborn. FC Schalke 04. VfL Wolfsburg. Und das war die letzte Bundesliga-Mannschaft. Jetzt kommen wir zu den Zweitligamannschaften. Hier sind immer jeweils 6 Mannschaften auf einer Seite und davon immer mit jeweils 3 Karten. Zum Beispiel haben wir Aue, Bielefeld, Bochum, Darmstadt, Dresden und Fürth. Dann haben wir hier den HSV, Hannover, Heidenheim, Karlsruhe, Kiel und Nürnberg. Und ich sehe, der Akku von meiner Kamera schon wieder leer. Ich habe ihn doch vor einer Stunde aufgeladen. Ich verstehe es nicht. Ach, egal. Haben wir Osnabrück, St. Pauli, die Regensburger, Sandhausen, Stuttgart und die guten alten Wiesbadener. Und dann kommen wir noch zu den Nationalspielerkarten. Die waren in der Mini-Tin, die im Adventskalender drin. Alle mittlerweile vollständig vorhanden. Dann bei den Limis habe ich aus dem Starter-Set den Reus, aus den Multipacks die 3, aus den Blistern die 3, aus der Mini-Tin den Heinz und aus dem Adventskalender Philipp Max. Aus dem Booster habe ich von den 7, die es gibt, 3. Und zwar habe ich Niklas Stark, Jiří Pavlenka und Leonardo Bittencourt. Leider fehlen mir noch Bellarabi, Goretzka, Hünemeyer und Arnold, aber dafür ist dann der Forceback aus der Bravo Sport da. Der Fußballfuchs kommt aus dem Online-Shop. Insgesamt alle Limis, die hier sind, kommen aus dem Online-Shop. Hier fehlt mir noch die zweite Ligameisterschale, die es aber leider noch nicht im Top-Store irgendwie zu kaufen gab. Dann der Spielball und die Meisterschale habe ich in einem Bundle mit 5 Matchhex Action-Boostern gekauft. Dann kommt hier noch Rani Kredira und Hanno Behrens hin aus einem Bundle, wo man Display, so 10er Display oder insgesamt ein paar Produkte kaufen musste, das habe ich mir nicht gekauft. Dann Daniel Caligiuri von Tops on Demand, hat man mitgeschickt bekommen. Dann Linden Meiner habe ich noch bestellt, der sollte auch schon eigentlich bald kommen.
Und Jonas Hector gab es auch noch nicht. Und den offiziellen Spielball in der Winter Edition, den gab es bei dem Match Text Action Bundle. Hier dann noch das Spielfeld. Und hier drin sind dann noch meine Tops on Demand Karten von dem Kategorie Set. Das sind, kann ich euch ja mal eben zeigen. Einmal Pastencia, Marco Reus, Luis Schaub, Elas Pibou und William. Die Karten habe ich. Und dann habe ich halt noch das Black Friday Angebot mit Linden Meiner da bestellt. Das ist auch, ich habe es jetzt schon vor einem Monat bestellt und ist immer noch nicht da. Also ich weiß auch nicht, irgendwie bei Tops Lieferung kommen nicht. Auf das Petersen Bundle habe ich auch irgendwie zweieinhalb Wochen gewartet. Also bisschen komisch alles. Das war das Bundesliga Mappen Update. Hinten gibt es dann noch die ganzen Tops Touren und so. Vielleicht muss ich einen Cut machen bei dem Action Update, aber ich versuche das so schnell wie es möglich ist oder so schön oder sauber wie möglich ist, noch zurück durchzuziehen. Auf jeden Fall haben wir hier vorne drei Action-Szenen aus dem Spiel Osnabrück gegen Darmstadt, Bayern München gegen Hertha BSC und der VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Und auf der Sammelmappe steht zwar nur Action, aber ich würde ja auch noch ein Extra gerne auf der Sammelmappe haben. Steht leider nicht drauf, da die Mappe für Action und Extra ist. Dann haben wir Luca Waldschmidt, Breel Embolo, Paco Alcácer, Ron-Robert Zieler, Sebastian Rudi und Lukas Klostermann hier drauf. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal an. Auf der ersten Seite kommen die ganzen Bundesliga-Centurion-Karten. Das sind Spieler, die schon mehr als 100 Spieler für einen Verein gemacht haben. Und zumeist auch deutsche Spieler. Zumindest sind hier nur zwei ausländische Spieler mit Kalou und Bicakcic abgebildet. So, dann hat jeder Club wieder drei Base-Karten, Kader-Upgrades oder Neutransfers oder so, aber das natürlich in Actionbildern, deswegen heißt die Serie ja Action. Und dann haben wir hier die ganzen Clubs. Aus der normalen Sammelmappe, ich gehe die ganz normal durch, ich muss nicht nochmal die Namen sagen. Und ja, insgesamt die Serie hat ja leider nur oder irgendwie nur 212 Karten, aber passt auf jeden Fall. Insgesamt, das sind sozusagen die ganzen Base-Karten, ganz normalen Kader-Upgrades oder Erweiterungen. Dann hat jeder Club eine der offensiven Außenverteidigerkarten. Das sind Verteidiger, die oft mal Vorlagen machen oder nach vorne kommen bei Angriffen. Ja. Jeder Club hat noch einen Allrounder. Das sind Spieler, die im Mittelfeld einfach die Bälle verteilen und korrigieren. Meist auch oder öfters ja auch die Kapitäne. Und dann noch die Stürmer halt. Die Torjäger, die besten Stürmer der jeweiligen Mannschaft. Der beste Stürmer. Dann kommen wir zu den Matchwinner und Club 100. Dort sind auch alle vorhanden. Und ich muss sagen, Dennis Geiger und Florian Müller sowie Benito Ramann waren so die letzten Matchwinner, die ich gebraucht habe. In der Zeit habe ich leider schon den Kai Havertz als Club 100 vier oder fünf Mal gezogen. Ja, ich finde es sowieso ein bisschen schade, dass die so oft sind wieder. Dann kommen alle Zweitliga-Logos. Dort haben mir zuletzt Bielefeld und St. Pauli gefehlt, aber die habe ich noch aus den Bundles gezogen, wo ich euch gerade erzählt habe oder was ich euch gerade erzählt habe. Und ja, das sind sozusagen hier die aus der zweiten Liga, die ganzen Logo-Karten. Die gab es in der normalen Serie nicht. Und dann gibt es nochmal drei Karten, wie auch schon in der normalen Serie, bloß in Action-Style. Und zwar hat dann bisher jede Mannschaft aus der zweiten Liga sieben Karten. Und die gehe ich leider, also die gehe ich jetzt auch nicht mehr wirklich durch. Ihr habt sie vorhin schon gesehen. Ziel ist auf jeden Fall der stärkste mit 81. Und dann kommen wir noch zu den limitierten Karten schnell. Das sind einmal Philippe Coutinho aus dem Starter-Set, Alessane Player und Marc-Oliver Kempf aus den Boostern, Petersen aus dem Online-Shop, das Bundle habe ich zu Weihnachten dann bekommen, obwohl es irgendwie zwei Wochen später angekommen ist. Dann Elas Pibou aus der letzten Bravo Sportausgabe, die aktuell hat so einen Kalender drin, habe ich gesehen. Und David Abraham und Timo Werner aus der Megatin. Leider fehlen mir hier noch Borusinski und McKennie aus den Boostern. Und hier kommen dann auf die Seite die nächsten Limis aus der Extra-Serie. Wird es wieder neun geben. Gibt es bestimmt wieder eine oder vier oder fünf in den Boostern. Dann gibt es wieder, bestimmt gibt es da auch noch mal eine Tinte. Ich kann es mir halt wirklich vorstellen. Und hier hinten sind dann noch das Sammlermagazin oder das Spielfeld und Werbung für die ganzen Tops-Produkte. Und das kann ich auch mal eben rausholen. Die Checkliste für Match Extra, da wird jeder Club aus der ersten und zweiten Liga wieder drei Base-Karten haben. Dann wird jeder Club
ein Bundesliga-Auswärts- oder von der Bundesliga eine Bundesliga-Auswärtstrikotkarte haben, eine Kapitänskarte, eine Trio-Karte, eine Saison-Superstar-Karte und dann wird wieder jeder Club aus der Bundesliga ein Matchwinner oder Club 100-Karte haben. Der Club 100 ist, wie viele wissen, bei VfL Wolfsburg. Und dann gibt es noch insgesamt sechs 19-20 Torjäger, sozusagen die besten Torjäger. Da gibt es bestimmt wieder Lewandowski als Karte, so Timo Werner. Oder noch zwei Bestenmarkenkarten, keine Ahnung. Boah. Gibt es bestimmt Bestenmarken, so schnellstes Tor, so meisten Vorlagen oder sowas, keine Ahnung. Wie es schon letztes Jahr schon in der Action-Serie gab. Das heißt, es gibt auch wieder nur dann zu der Zweitliga Base-Karten. Da gibt es dann keine Special-Karten zu. Vielleicht gibt es bei den Top-Torjägern noch irgendwie welche, die in der zweiten Liga gut treffen. Könnte ich mir halt eventuell sogar vorstellen, weil Klopp arbeitet ja gerne mit der zweiten Liga, mit den Karten da. Sieht man ja alleine. Wenn man die noch dazu rechnet, hat ja jeder Club 10 Karten in der zweiten Liga. Ja, ist auch schon ein bisschen was. Und insgesamt bei der Bundesliga-Serie gibt es dann ja jeden Club hat dann ja. Hier gab es dann ja auch nochmal diese drei unter vier Kategorien. Dann gab es da nochmal 3, 4, 3. 4 plus 3 sind wie viel? 7. Und hier gibt es dann auch nochmal 3 Karten. Sind wir bei 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und in der normalen Serie, also insgesamt so am Ende irgendwie 26, 27 Karten. Mindestens, wenn es nicht sogar 40 sind pro Bundesliga-Club in der Saison. Das ist halt ein bisschen viel. So, das war's dann von meinem Update von den beiden Serien, Matchtext und Matchtext Action. Hier könnt ihr noch gerne abonnieren, hier die Matchtext-Playlist auschecken und hier ein empfohlenes Video. Gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.